Präsident, ich möchte zunächst auch meinen Respekt vor der Haltung vieler Menschen in Lampedusa zum Ausdruck bringen. Menschen, die zum Teil selbst unter Strafandrohungen anderen Menschen geholfen haben, aus Lebensgefahr gerettet zu werden. Und ich denke, hier sind wir sehr deutlich gefragt, sowohl unsere Kritik an der italienischen Gesetzgebung zu äußern, aber auch unsere Kritik daran, wie zwischen den Mitgliedstaaten und auf der EU-Ebene selber agiert wird. Die gestrige Innenministerkonferenz war eine Schande für die Europäische Union. Das muss klar und deutlich gesagt werden. Angesichts dieser Situation, der humanitären Katastrophe und der Mitverantwortung auch der europäischen Situation, der Europäischen Union dafür, davon zu reden, dass man nichts verändern müsse an der europäischen Asylpolitik, ist das nicht nur den Kopf in den Sand stecken, sondern das ist bewusste Mitverantwortung für das Sterben von Menschen. Und ich sage es noch deutlicher, wenn, und da habe ich mich sehr gefreut über Sie, Herr Weber, Sie kommen von der CSU, Sie haben eine Position hier vertreten. Ich würde mir wünschen, wenn der deutsche Innenminister sich diese Position zu eigen machen würde. Ja, hören Sie. Sie wissen genau seine Äußerungen. Und ich finde die katastrophal. Es kann nicht sein, dass man sich hinstellt und sagt, es sei völlig unbegreiflich, dass man zu mehr Solidarität aufgefordert wird. Das kann es nicht sein. Wer so redet, hat auch Mitverantwortung für die Proteste und die Angriffe auf Flüchtlingsheime in Deutschland. Das muss auch deutlich gesagt werden. Es gibt eine ganze Reihe von Vorschlägen, was jetzt zu machen ist. Zum einen gehört aus meiner Sicht mit dazu, dass wir wirklich über diese europäische Konferenz für Migration und Asyl reden, dass wir konkret etwas tun zur jetzigen Flüchtlingssituation. Zweitens eine Änderung der bisherigen Ausrichtung der europäischen Asylpolitik. Drittens, dass die Möglichkeiten, die bereits jetzt bestehen, genutzt werden, wie beispielsweise das Selbsteintrittsrecht, also dass Mitgliedstaaten selbst eintreten können, um letztendlich auch von den Staaten, die massiv auch davon betroffen sind, dass sie eben an den Außengrenzen der Europäischen Union liegen, dass sie dort Flüchtlinge auch selbst mit übernehmen. Das ist heute schon möglich, darüber muss man nicht erst lange diskutieren, man muss es einfach machen. Nur dann würde tatsächlich auch die Europäische Union irgendwann mal wieder ein Stück Glaubwürdigkeit erlangen, auch gerade im Interesse einer solidarischen Welt. Und im Übrigen möchte ich auch darauf verweisen, wenn Zahlenspiele betrieben werden, wie viele Menschen pro 1 Million Einwohner in Italien oder Deutschland als Asylsuchende denn aufgenommen werden, dann lassen diese Zahlenspiele völlig außen vor, nämlich die Menschen, die überhaupt nirgends erfasst sind, die als sogenannte nicht legale Menschen zum Beispiel in Griechenland und woanders sind. Und wenn wir uns nicht damit befassen, wenn wir nicht wirklich endlich die Augen aufmachen, die Probleme genau auch thematisieren, dann werden wir auch mit Blick auf die Situation in Syrien und außerhalb von Syrien hier nicht wirksam helfen können. Dann wird es eine Solidarität und ein Beileid sein, dass wir aussprechen, das vergiftet ist. Und ich glaube, das ist unserer nicht würdig.